Okay, Zeit, meine Crocs zu dekorieren. Boah, diese Kreise sehen toll aus. Ich wechsle mal die Farbe. Ich mache die ganz bunt. Wunderschön. Und jetzt kommt der lustige Teil. Ja, oh, das sieht so toll aus. Na los. Oh yeah. Wow, ich bin schon viel besser geworden. Herzen male ich am liebsten. Hey, bleib, wo du bist. Na los, mach schneller. Los, go, go. Geht das auch leiser, Betty? Ruhe da drüben. Oh, hey, deine Taste. Du hämmerst voll auf der Tastatur herum. Oh, wie soll ich denn jetzt nur spielen? So ein Mist. Gib sie her. Die gehört jetzt mir. Oh, voll ätzend. Sie hat den Stift vergessen. Ich weiß schon, wofür der gut ist. Wenn dir eine Taste kaputt gegangen ist, kannst du dir eine neue mit einem 3D-Stift machen. Achte darauf, dass sie so hoch ist wie die anderen Tasten. Und der Moment der Wahrheit. Yes! Die Show geht weiter. Wow, Betty, du bist ja zurück. Bin wieder da. Betty, du hast meinen Stift genommen, ohne zu fragen. Geschwister sind voll nervig. Das musst du gerade sagen. Wenn du meinst. Oh. Ha. Hat Amor endlich meine Gebete erhört? Sind die Haare okay? Oh, hey. Wow. Raus aus meinem Mund. Und meine Haare? War das ein Tornado oder was? Warte mal, ich weiß, was mir helfen wird. Hallo, alter Freund. Siehst du diesen Stift? Benutze ihn, um den Kleber so zu formen. Immer weiter. Und wenn es trocken ist, zieh es ab. Es sollte wie eine kleine Feder aussehen. Mach etwas Kleber ans Ende und kleb die Enden zusammen. Tada! Keine verrückten Haare mehr. Also, wo war ich? Hi, du. Oh, yeah. Och, mir ist so langweilig. Hey, lass mich spielen. Ich bin dran. Wie wär's, wenn du stattdessen... Hier, spiel mit dem Make-up. Naja, okay. Ich brauch was, um es auf mein Gesicht zu machen. So, oh, jetzt kann ich's drauf machen. Oh, ach du meine Güte, die ruiniert mein Compact. Och, jetzt ist mir wieder langweilig. Ich bin dran mit Spielen. Hier, spiel mit meiner Uhr. Ich bin so nah dran, den Highscore zu knacken. Naja, das war ein Opfer, das gebracht werden musste. Es muss doch was geben, was sie ablenkt. Kann der 3D-Stift mich retten? Yep, ich glaube, ich habe die Lösung. Okay, ich muss die Form richtig hinbekommen. Und jetzt zum Ausfüllen. Ich muss mich beeilen, bevor sie zurückkommt. Nur noch ein bisschen. Und jetzt zum kniffligen Part. Ich muss nur die Linien richtig setzen. Okay, gut. Jetzt noch ein paar Schnörkel obendrauf. Oh, das wird richtig gut. Fertig, der gleitet rein und raus. Okay, ich denke, das wird klappen. Oh nee, da kommt sie. Ich muss den Controller verstecken. Sorry, ich hab ihn nicht mehr. Und wo ist er hin? Och, Mann, du bist so gemein. Oh, puh, das hat geklappt. Ha, sie geht. Jetzt kann ich den Controller einfach rausziehen. Okay, es kann losgehen. Wir haben so hart trainiert, wir schaffen das. Das hat bestimmt wehgetan. Ich kann es nicht glauben, du hast mich fallen lassen. Meine Jeans ist total zerrissen. Sorry, nichts für uns. Nächstes Paar. Ja, danke für die Chance.
Boah, schau dir die beiden mit den Löchern in der Hose an. Loser, komm, wir gehen. Ich kann's echt nicht glauben, wir haben so hart dran gearbeitet. Es muss doch eine Lösung geben. Schau, ein 3D-Stift, das kann funktionieren. Schau mal, gib mir einfach deine Jeans mit dem Loch. Ich werde sie mit dem 3D-Stift reparieren. Ich ziehe einfach Linien zur Mitte des Lochs. Gut so. Und jetzt noch ein paar Kreise. Komplett herum. Beim nächsten baue ich ein paar Wellen ein. Das lässt es wie ein Spinnennetz aussehen. So, fertig. Siehst du, jetzt ist es ein cooles Design und kein Loch mehr. Wow, du bist ein Genie. Komm schon, wir können die Challenge doch gewinnen. Sind das nicht die beiden mit den löchrigen Hosen? Ja, scheint, als sei das Loch verschwunden. Na los! Dieses Mal bekommen wir das hin, ja? Ja, ich bin dieses Mal nicht hingefallen. Sehr schön, viel besser. 10 Punkte von uns allen. Oh, ich wusste, wir können gewinnen. Danke! Ich habe sie zu Hause vergessen. Die sind sowas von 5 Jahre hinterher. Aber besser als nichts. Wow, hast du ein Museum ausgeräumt? Und das war's dann mit denen. Mein Spezialstift. Ein bisschen was hier rein und ich habe ein neues Paar Ohrstöpsel. Siehst du? Das ist schon besser. Diese Musik klingt wirklich toll. Nur ein weiterer Stift-Hack. Heute ist echt überhaupt nichts los. Seit wann gibt es hier Eis? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Habe ich Geld dabei? Oh nee, da ist ja nur Müll. Und was ist hiermit? Ich versuch's einfach mal. Oh, Kundschaft. Hallo. Hallo. Hast du Eis für mich? Nur gegen Bezahlung. Ich bin pleite. Keine Moneten, kein Eis. Oh Mann. Bin gleich zurück. Okay. Ich kann alles haben, was ich will. Solange ich meinen 3D-Stift bei mir habe. Perfekt, aber es fehlt noch was. Sieht aus wie eine Eiswaffel, oder? Und was passt am besten dazu? Eine Kugel Eis. Jemand Lust auf Erdbeersoße? Ich werde schon richtig hungrig. Sieht das nicht toll aus? Und durch die Öse ziehst du eine Kette. Voll süß. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Sind die nicht voll schön? Und jetzt kommt der Feinschliff. Gleich. Oh, du bist zurück. Ja, da bin ich wieder. Wow, so eine schöne Kette. Sieht genauso aus wie dein Eis, oder? Stimmt. Gibst du mir jetzt ein Eis? Ich wollte doch nur Eis haben. Nicht schon wieder. Yes, ich habe den letzten Tag meiner Diät geschafft. Weg mit dir, Sellerie. Ich gönn mir nun was mit Geschmack. Ha, das wird so gut. Los geht's. Ich schütt einfach alles davon auf die Nudeln. Her mit der Peperoni, so gut. Und Hot Dogs und die Nudeln, ich liebe es. Was zum Henker macht sie da? Das muss ich festhalten. Ich brauche einen Close-Up. Hey, lass das! Oh mein Gott, tut mir so leid. Was hast du nur mit meinem Handy gemacht? Hier, hast du eine Serviette. Tut mir so leid. Moment. Natürlich, mein 3D-Stift. Ich habe eine gute Idee. Okay, ich nehme eine durchsichtige Handyhülle und meinen Stift. Und nun male ich darauf mit Gelb. Ganz schön viel Schnörkel. Das muss überhaupt nicht exakt sein. Einfach nur alles ausfüllen. Jetzt noch die letzte Ecke und fertig. Und noch ein bisschen Deko, dann sieht's noch viel besser aus.
Gott, so süß. Sieht echt aus wie Nudeln. Tada, wie findest du es? Ist das nicht süß? Habe ich für dich gemacht. Wow. Wow, danke. Sieht mega aus. Hey, willst du was von meinen Nudeln? Selber schuld. Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schillerndste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee. Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm, es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn, das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Wow, ist das langweilig. Ich schlaf gleich ein. Oh mein Gott, da kommt er. Ich kann's nicht glauben. Ah, du bist schon wieder zu spät. Naja, setz dich. Er setzt sich neben mich. Hoffentlich sehe ich gut aus. Was ist das denn, eine Kochmütze? Hey, Babe, was geht? Oh, gut. Willst du von meinem Eis? Ich esse kein Junkfood. Wow, er ist so mega toll. Oh nein, ich habe mich total bekleckert. Das ist ein riesiges Desaster. Wenn er diesen Fleck sieht, wird er die Hochzeit sofort abblasen. Dann rennt er bestimmt vor mir weg. Und er ist Athlet, also rennt er noch schneller weg. Dieser Fleck wird alles ruinieren. Und ich werde ihn nicht einfangen können. Mein Traum ist zu Ende. Nein! Oh Gott, das darf ich nicht zulassen. Irgendwas hier drin muss mir doch helfen können. Mein 3D-Stift? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Zuerst male ich ein Dreieck. Und dann fülle ich es aus, indem ich hin und her male. Bis ganz nach unten. Gut, und jetzt noch die diagonalen Linien. Und dann nochmal andersrum. Ein Karo-Muster. Sieht gut aus. Und nun pink. Und nun fülle ich den gemalten Kreis aus. Hin und her, hin und her. Das ist echt eine schöne Farbe. So, okay, noch eine gewellte Linie hier unten. Und dann nochmal die Farbe wechseln. Und dann male ich eine gewellte Linie auf die Eiskugel. Und wieder ausmalen. So langsam wird's. Was sieht aus wie Schokolade? Nice. Oh, ich will am liebsten reinbeißen. Aber es fehlen noch Streusel. Nur noch ein paar und fertig.
Wow, das ist richtig gut geworden. Und nun klebe ich das einfach über den Fleck auf meinem Top. Ich frage mich, wie er es wohl findet. Oh, guck mal. Ich fand sie ja schon vorher süß, aber so? Na, was geht? Coole Eistüte auf deinem Oberteil. Es gibt nichts Schöneres als eine Kissenschlacht. Ugh, meine Haare. Meine Sicht ist beeinträchtigt. Zu viele Haare. Okay, warte kurz. Ich brauche eine Minute. Habe ich hier kein Haarband rumliegen? Na dran. Nicht so schnell. Ich habe sie zuerst gesehen, aber ich brauche sie dringender. Gib her! Ah! Schau, was du gemacht hast. Aber vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Zeit für die Plan B-Box. Wir brauchen deine Hilfe, Zauberstift. Das wird fantastisch. Zuerst machen wir Wellenlinien. Dann schließen wir sie und füllen alles aus. Es wird gleich einen Sinn ergeben. Mit einem Pinsel malen wir klitzekleine weiße Herzen drauf. Sind sie nicht goldig? Okay, eins noch. Was ist Basteln ohne Glitzer? Als nächstes kleben wir die Enden zusammen. Dann kommt die Spange ins Haar. Kein Haar flattert mir mehr ins Gesicht. Wow! Wow! Die Schlacht kann weitergehen! Mann, ich hoffe, ich bin bereit für diesen Test. Was ist denn da drüben los? Dumme Knallköpfe. Wir werden sowas von abfeiern. Eine Party? Die beste Party? Fantastisch! Beste Party aller Zeiten! Und ich habe genau das richtige Outfit. Es ist Partyzeit. Aber meine Nägel, so kann ich da nicht hin. Aber die Maniküre ist zu teuer. Wie lange kann ich sie verstecken? Mein 3D-Stift. Möchtest du schöne Nägel? Leg zuerst Pergamentpapier drauf. Sobald du das Nagelbett definiert hast, zeichne den Umriss nach. Nimm das Papier ab. Und zeichne den Nagel zu Ende. Dann fülle ihn mit deinem Stift aus. Rot ist immer schön. Sieht schon ziemlich gut aus. Benutze eine Stange wie diese, um ihn so zu formen, dass er auf deinen Nagel passt. Dann zieh ihn vom Papier ab und er sollte die perfekte Passform haben. Tada! Sie sind wunderschön! Der Stift ist echt praktisch. Er braucht schon eine teure Maniküre, wenn man es selbst machen kann. Hey, deine Nägel sind traumhaft! Vielen Dank! Das ist ein Selbstvertrauensschub. Oh, der Unterricht beginnt. Huh? Wo ist denn mein Stuhl? Oh, hier ist er, Frau Lehrerin. Ja, danke schön, schätze ich. Zeit für die Benotung. Wo ist denn mein Stift? Hier, bitte sehr. Jetzt können Sie beginnen. Ach, nun, danke dir. Dieses Tuch funktioniert überhaupt nicht. Hier ist ein bisschen Wasser, um das Tafelputzen zu vereinfachen. Und vergesst bitte eure Hausaufgaben nicht. Ihr Handy! Nein! Ich hab's gerettet. Oh, vielen lieben Dank. Ich nehme das gerne wieder an mich. Aber Ihr Handy ist so rutschig. Das könnte erneut passieren. Hier, ich kann das Problem lösen. Ich zeig's Ihnen. Ich verwende einen 3D-Stift und zeichne Ihre Hülle nach. Einfach alles ausfüllen. Komplett von oben bis unten. Und die Seiten nicht vergessen. Ja, auch die Kanten sind sehr rutschig. Und fertig. Alles ist bedeckt. Sehen Sie? Eine komplett neue, rutschfeste Hülle.
Ach du meine Güte. Vielen Dank. Oh, entschuldige mich, ich bekomme einen Anruf. Ich versuche es zu erreichen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich zu klein bin, um dieses Problem zu lösen. Ich brauche mein Federmäppchen. Mann, ich hasse es, so klein zu sein. Ich komme nicht hin. Können Sie nicht sehen, dass ich versuche, genau hier zu lesen? Okay, sie ist hier. Hi, Essie. Hallo, wie geht's dir? Oh, wow, du bist wirklich sehr groß. Hallo da oben. Nun, ich mag dich einfach so sehr. Wäre es okay, wenn ich dich küsse? Hallo, kannst du etwas schneller sein? Komm schon, ich bin hier unten. Gut, ich brauche dieses Megafon. Hey, du musst dich weiter nach unten beugen, um mich zu küssen. Vielleicht würde ein Ukulele-Song helfen. Nichts davon funktioniert. Moment mal. Hier drüben sind Buntstifte. Die kann ich benutzen. Ich brauche auch Flipflops. Ich werde die Gurte entfernen. Ich muss etwas Heißkleber verwenden. Jetzt kann ich einen Bleistift direkt auf das bisschen Kleber kleben und wiederholen. Okay, ich habe den Boden gefüllt. Jetzt füge ich einen in der Mitte oben hinzu. Und jetzt biege ich dieses Stück und wickle es herum. Tada! Das sind jetzt ein paar super süße Plateausandalen. Mal schauen, ob sie funktionieren. Ja, jetzt komme ich dem Kuss näher. Moment mal. Pfui, du machst wohl Witze. So lange ist es noch nicht her. Hallo, wach auf. Egal, vergessen wir einfach die ganze Sache. Hä, was? Ich bin wach. Oh, richtig, der Kuss. Ich komme. Okay, ich schätze, ich will dich immer noch küssen. Komm schon, wir müssen unsere Namen eintragen. Hey, warte, ich will meinen zuerst aufschreiben. Geh aus dem Weg. Nein, ich war hier zuerst. Mach Platz. Das ist mein Platz. Geh aus dem Weg. Pfui, wie auch immer. Dich wird sowieso niemand wählen. Oh, die Nominierungen für die Abschlussballkönigin. Meld dich bei mir an. Okay, gut. Los geht's. Was ist, wenn eine von uns zur Abschlussballkönigin gekrönt wird? Okay, lass mich einfach meinen Stift herausholen. Ich bin bereit zu unterschreiben. Was zum Teufel? Dieser Stift funktioniert nicht. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Banane in meiner Tasche. Warte mal, das ist nicht das, was ich wollte. Lass es mich nochmal versuchen. Diesmal habe ich es geschafft. Juhu. Moment. Das ist definitiv nicht das, wonach ich gesucht habe. Wow, nichts für ungut, aber das dauert etwas. Ja, ich weiß, ich habe mir die Folge gestern Abend auch total angesehen. Was zum Teufel war das? Alles klar, da ist es. Ich werfe meine ganze Tasche auf den Boden. Moment, ist das noch eine Flasche Saft? Hey, das hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Okay, ich nehme diesen leeren Saftbehälter und zerhacke ihn ein wenig. Jetzt nehme ich das Oberteil ab, nehme eine Schere und schneide an der Ecke entlang. Ich gehe bis zum anderen Ende der Kiste. Dann wiederhole ich das mit den anderen Ecken, damit ich es öffnen kann. Ich möchte aber nicht, dass es wie eine Saftbox aussieht. Also decke ich es mit diesem rosa Papier ab. Zeit ist umzudrehen und den Klebestift zu nehmen. Ich möchte diese ganze Oberfläche mit dem Kleber bestreichen, weil ich diesen Streifen orangefarbenes Papier hinzufügen möchte. Jetzt der Heißkleber. Weil der Klebestift nicht ausreicht. Jetzt noch ein weiteres, aber ich drehe es so. Und jetzt noch mehr Heißkleber, aber dieses Mal an den Enden. Es muss nicht viel sein, ich klebe nur dieses kleine Stück Gummiband dran. Und dann klebe ich auf diesen hier ein paar Magnetstreifen. Tada! Ich habe einen Bleistift und Zubehörhalter gemacht. Das Gummiband kann Markierungen und andere Dinge aufnehmen. Die Magnete können sogar Büroklammern halten. Dann, wenn alles gefüllt ist, kann ich es einfach wieder zusammenfalten. Und jetzt kann ich den Deckel wieder anbringen, den ich vorher abgeschnitten habe. Hey, schau, was ich dir gemacht habe. Was ist das? Soll ich das öffnen? Wow, jetzt kannst du ganz einfach deinen Kugelschreiber finden. Und jetzt kann ich mich als Abschlussballkönigin anmelden. Hier, schau mal, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommt. Oh Mann, das ist der coolste Schulmaterialhalter, den ich je gesehen habe. Oh, mach langsamer. Ja, wow. Ich bin der ultimative Champion. Nein, mein Lollipop. Warte kurz. Er ist hier runtergerollt, oder? Ich fühle ihn nicht. Was? Was zum... Ups, sorry. Wo ist er? Was ist das? Das ist nicht gut. Da ist dein Lollipop, Liam. Sind ihm etwa Haare gewachsen? Den kann ich nicht mehr essen. Das kannst du wohl laut sagen. Oder etwa doch? Na? Nein, vergiss es.
komm schon. Warte kurz. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich habe Lust auf einen Snack. Aber natürlich. Schneide wie ich ein Stück Apfel ab. Tunke ihn in Joghurt. Streue bunte Zuckerstreusel darüber. Warte, bis sie trocken sind und genieße sie. Oh, Liam, ich habe einen Lollipop für dich. Oh. Vergiss, was du gesehen hast. Oh, yay. Iss einen Lollipop mit mir. Der ist viel größer als mein gelber Lutscher. Und saftiger. Gut, dass du gleich mehr gemacht hast. Die sind fantastisch. Wow. Die Küche ist einfach mega. Komm her. Gute Idee. Leg los. Genial. Okay, jetzt ist mein Zauberstab dran. Auf die Plätze. Fertig. Boom. Das war toll. Ich sehe ein weißes Kissen. Ganz nach meinem Geschmack. Was können wir noch Farbe einhauchen? Das wird richtig episch. Yeah. Auch Putzgegenstände können schön sein. Und Poppets auch. Lass mich nachdenken. Regenbogenhut. Cool. Wow. Ich übernehme das nächste. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare. Lass uns die Pfannkuchen bunt machen. Ist er kaputt? Lass mich mal. Los. Nichts passiert. Ja, die laufen wohl auf Sparmodus. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns meine Filzstifte benutzen. Wir können die Pfannkuchen anmalen. Lieber nicht. Ich habe etwas, das man auch essen kann. Gib Lebensmittelfarbe in den Teig. Sieh dir das strahlende Rot an. Ab in die Pfanne damit. Ich habe einen ganzen Regenbogen. Tada! Wer braucht schon Magie? Hast du das auch? Was ist denn hier los? Hat jemand Frühstück gemacht? So etwas Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Ich sollte öfters ausschlafen. Willkommen auf der Party, Leute. Lass uns auf die Gäste warten. Yeah. Willst du Süßigkeiten essen, während wir warten? Nur gelb ist doch langweilig. Die Party hat auch das Motto grün, Emma. Siehst du? Das macht schon mehr Sinn. Du glaubst, grün wäre besser? Gelb kommt in die Mitte. Grün. Ja. Ach ja? Na, warte du. Ich bin bereit für eine Challenge. Bist du dir da ganz sicher? Ah! Das ist unfair. Gelb ist doof, Emma. Nein. Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh je. Wir müssen nochmal von vorn beginnen. Es sei denn, ich hab's. Willst du die Farben miteinander vermischen? Lass grün als erstes schmelzen. Dann gibst du Schlagsahne hinzu. Ist das vermischt, gießt du es in geneigte Gläser. Füll die Gläser nicht komplett auf. Dann gibst du das Gelb hinzu. Lass sie abkühlen und genieße sie. Juhu! Hat hier jemand Lust auf Süßigkeiten? Zitronen- und Limettengeschmack. Lasst es euch schmecken. Die sind fest. Die muss man rauslöffeln. Mmh. Ran an die Löffel. Was für eine Party. Montage, oh Mann. Ich kann nicht mal meine Augen offen halten. Ich glaube, das ist meine. Möge die Show beginnen. Hä? Ist die Zahnpasta explodiert oder was? Oder hat Grace nur eine Sauerei hinterlassen?
Hey! Hey, willst du das aufklären? Kein Bedarf. Ich bin spät dran. Scheint, als hätten wir fast keine Eier mehr. Dann hole ich besser das meiste aus diesen beiden, was? Für diesen Streich drückst du etwas Zahnpasta auf das Ei. Verteile es nun um das ganze Ei. Benutze am besten deine Zahnbürste dafür. Lege es dann zurück in die Schachtel. Vergiss das andere Ei nicht. Das wird richtig gut. Bis bald, ihr zwei. Ich hab so Kohldampf. Meine Eier. Ist es normal, dass die so aussehen? Manchmal sind Eier ja braun, aber gelb? Irgendwas stimmt nicht. Wow, die fühlen sich an wie Gummi. Heißt das, dass sie verdorben sind? Kann ich die noch essen? Ich frag mich, ob man sie noch brechen kann. Irgendwie erinnern sie mich an Augäpfel. Ich sehe dich. Hey. Hey, Jake. Echt schockierend, was? Schau nur. Mal sehen, ob dieses Kerlchen springen kann. Hast du das gesehen? Genial! Es ist ganz schön dunkel hier draußen. Du siehst müde aus, mein Schatz. Leg dich hin. Ich hoffe, hier draußen gibt es keine Bären. Oh, so gemütlich. Ich bin echt froh, dass wir das machen, weißt du? Schläft Lilly schon? Es geht doch nichts über ein erschöpftes Kind im Urlaub. Und ich bin auch total müde. Ich ruhe meine Augen kurz aus. Hä? Was ist denn draußen los? Es ist ein Monster. Das hat riesige Pfoten. Weiß es etwa, dass wir hier drin sind? Mama, Mama, wach auf. Ich bin gerade erst eingeschlafen. Wenn du mich nicht rettest, wer dann? Oh nein. Ich glaube, es kommt näher. Es versucht, in das Zelt zu kommen. Wer schreit da? Lilly, was ist denn los? Da ist ein riesiges Monster mit riesigen Pfoten. Es ist direkt vor uns. Nimm dieses Licht, um etwas besser zu sehen. Ich bin nicht gerne im Dunkeln. Schon besser, oder? Hä? Was zum... Du meine Güte, dein Gesicht hat mich total erschreckt. Ach, das ist zu hell. Aber das kann ich ändern. Verwende einen leeren Milch- oder Wasserkarton und lege das Licht einfach oben drauf. Befestige es so, dass es sich nicht verschiebt. Und das sollte das Licht ein wenig abschwächen. Ist das nicht toll? Keine Dunkelheit mehr. Mir geht es schon viel besser. Jetzt kommen keine Monster mehr in unser Zelt. Hä? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Schlaft gut, meine kleinen Menschen. Was? Ich weiß nicht. Weiter zum nächsten Campingplatz. Hier draußen hat es bestimmt 1000 Grad. Das Wasser sieht echt einladend aus. Yep. Hey, Süße, lass uns ins Wasser gehen. Wer zuerst dort ist, komm mir gleich. Wow, sie sieht echt hübsch aus am Strand. Die Brise tut echt gut. Mama, warte. Ist das kalt. Warte, sicher, dass du da rein willst? Moment mal. Was? Warum? Spring auf. Ist doch viel besser. Oh, cool. Ja, ich will rein. Dachte ich mir, dass dir das gefallen wird. Wow, das ist wirklich entspannend. Warte,
Ich habe vergessen, mich einzucremen. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich bin so weit vom Ufer. Hey, Mami. Ja? Mama, meine Haut brennt total. Es tut so weh. Oh nein, das ist schrecklich. Scheint, als hättest du einen Sonnenbrand bekommen. Oh, das muss echt wehtun. Aber Hilfe ist unterwegs. So, jetzt werden dir die Sonnenstrahlen nichts mehr antun. Viel besser. Ich habe noch eine tolle Idee für dich. Komm schon, hier lang. Lege die Luftmatratze hier ab. Perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil. Das Zelt. Binde es einfach hier fest, damit es im Wasser nicht abfällt. Und versichere dich, dass der Knoten festgebunden ist. Und dann machen wir direkt eine Probefahrt. Vorsichtig. Oh, ich bin echt gut darin. Hi, Mama. Oh, du siehst toll aus da drüben, Schatz. Du bist ja überhaupt nicht rot. Oh, ich wünschte, ich könnte das Gleiche von dir behaupten. Ein weiterer Tag und mehr zu packen. Zuerst das Mittagessen. Nicht zu vergessen, meine Lieblingsmarmelade. Gut, ich gehe beim Packen etwas aggressiver vor. Ich brauche meinen Bogen und meinen Hammer. Schon besser. Oh, kann ich diese Streichhölzer nehmen? Ein bisschen Hitze ist immer gut. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lass die Spiele beginnen. Mensch macht Feuer. Oh nein, das ist definitiv keine gute Idee. Ich nehme das. Das hätte sehr, sehr böse enden können. Aber ich glaube, ich weiß, was ich damit machen kann. Aber zuerst raus mit den Streichhölzern. Und rein mit der Schokolade. Und den Salzstangen. Tauch sie einfach direkt in die Schüssel. Sieht lecker aus, oder? Leg sie dann zurück in die Schachtel. Die werden später super lecker sein. Oh, Schätzchen. Ich lese ein bisschen, okay? Hey, ich frage mich, was da sonst noch so drin ist. Sind das meine Streichhölzer? Ich hatte gehofft, die zu finden. Ich werde sie direkt mal anzünden. Haha, Moment mal. Ist das Schokolade? Wow. Oh, das ist ja noch viel besser als ein Streichholz. Das Ding schmeckt fantastisch. Genehmigt. Mein cleverer Trick hat funktioniert. Beste Mama ever. Und nichts wurde in Brand gesteckt. Wow, Schule ist aus. Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns ein Spiel spielen. Das hier wird dir gefallen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so lustig. Also, du drehst die Haare so rum. Oh, verstehe. Papa! Oh, oh. Hey, Mädels, ich bin zu Hause. Was macht ihr da? Ihr kennt die Regeln. Erst wird gelernt. Oh, oh, das war Sophias Idee. Was? Ich bin enttäuscht. Das werde ich jetzt nehmen. Gib es mir. Nein, bitte nicht. Niemals. Wieso seid ihr so stark? Hab es. Oh. Das ist unfair. Das ist mir egal. In diesem Haus wird gelernt. Was für eine Schande. Die Luft ist rein. Zum Glück haben wir Ersatz. Und ich habe eine Idee. Wir kleben es an die Stuhllehne. Oh, ich liebe dieses Video. Nein, das ist unglaublich. Hörst du das? Das ist Papa. Schnell. Schnapp dir ein Buch. Seh beschäftigt aus. Mädels? Ha. Das ist total interessant. Das sind meine Mädels. Ich hab's ja gesagt, lernen macht Spaß. Er ist weg. Wo waren wir? Oh ja, das ist super. Komm schon, nein, nein, nein. Ist jemand zu Hause? Ist das die Tür? Papa! Aufmachen! Papa! Hat jemand was gesagt? Das war wahrscheinlich nichts. Na dann, zurück zu meinem Buch. Hey, ich weiß, dass jemand zu Hause ist. Oh, komm schon! Okay, ich mach auf. Du hast aber lange gebraucht. Egal, hallo.
Ich habe ein echtes Schnäppchen für dich. Diese lebensverändernde Pfanne. Ich bin daran nicht interessiert. Wie wäre es mit diesem wunderbaren Staubsauger? Dein Zuhause wird staubfrei sein. Nein! Okay, ich mag Herausforderungen. Wow, schau dir diesen persönlichen Reiniger an. Deine Ohren und Nase werden so sauber sein. Versuch's mal. Wow, danke, das ist cool. Großartig, jetzt gib mir, was ich will. Oh, richtig. Hier hast du ihn. Hä? Soll das ein Witz sein? Hey, mach nicht die Tür zu. Ich kann's kaum erwarten, den auszuprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Los geht's. Das kitzelt. Das gefällt mir. Warte mal, ich hab da eine Idee. Komm her, Papa. Was ist los? Halt still. Was machst du da? Vertrau mir. So sieht's in deinem Ohr aus. Ih! Ekelhaft, das ist da wirklich drin. Das ist nicht gut. Ich muss weg. Ha, ein tolles Gadget. Ich bin total hungrig. Ich wusste nicht, dass wir die haben. Hallo, zuckersüße Leckerei. Nein. Ist da was zum Essen drin? Ist da vielleicht ein Snack drin? Oh, vielleicht hier. Oh. Was? Was war das? Scheint, als wäre es Zeit für einen fiesen Streich. Lege zuerst das Seifenstück in die Mikrowelle. Das Teil schmilzt wie Butter. Ich glaube, es ist fertig. Mögen die Streiche beginnen. Schau mal, Jake. Wow, woher hast du das? Lass uns tauschen. Ja, ja, ja. Ich hatte schon ewig keine Zuckerwatte mehr. Wow. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Moment mal. What? Das schmeckt schrecklich. Runter von meiner Zunge. Ugh, ich hasse dich, Grace. Hab dich auch lieb, Brüderchen. Aber die hier liebe ich noch mehr. Oh, ist das eine Flasche? Das schreit nach einer Bottle Flip Challenge. Oh, komm schon. Genau so. Und dieser Winkel. Okay, und los. Ernsthaft? Oh, was für ein Fail. Aber im Gegensatz zu Jake schaffen es manche direkt beim ersten Versuch. Ich wette, ich könnte es nochmal mit geschlossenen Augen. Was? Okay, nochmal. Boom, Baby. Hat das was mit der Flüssigkeit zu tun? Nö. Es gibt eine geheime Zutat. Backpulver. Wow.
Nur einen Teelöffel und dann den Deckel drauf. Und gut schütteln. Bereit? 1, 2, 3. Ja! Und doppelt ja! Das funktioniert! Du trinkst auch eine Limo, hä? Nun, meine ist etwas anders als deine. Wow, das ist wie Melasse oder so. Ich weiß nicht, ob ich es trinken oder einfach damit spielen soll. Ich wette, ich könnte damit ein paar fiese Streiche spielen. Hä? Wow, ist das aus deiner Limo gekommen? Was? Kumpel, zeig mir, wie das geht. Sag Hallo zu der Geheimzutat. Wow. Willst du wissen, wie? Yes. Gieße den Kleber in die Colaflasche. Okay. Zuerst fällt er direkt auf den Boden. Wie eine lange, gruselige Schlange. Wenn die Flasche voll ist, musst du den Deckel schließen. Und nun kommt der lustigste Teil. Was? Schön schütteln. Mischt es sich schon? Wow, sei vorsichtig, Grace. Oh, ich bin dann mal weg. Haltet euch gut fest, Kinder. Was für eine Explosion! Ich wette, damit hast du nicht gerechnet. Jake! Wow! Zu viele Bäume in diesem Wald. Oh, wie spät ist es? Oh mein Gott! Mal sehen, sind alle bereit, mit dem Unterricht zu beginnen? Ha, so sieht es nicht aus. Okay, Zeit damit anzufangen. Ich habe hier Zirkel, die ihr benutzen müsst. Sie müssen einen Kreis zeichnen, der zu den Kreisen auf der Tafel passt. Okay, kommt her und nimmt einen. Fangt an zu arbeiten. Och Mann, ich kann nicht glauben, dass wir jetzt Klassenarbeiten machen müssen. Jeder nimmt einfach einen und tut, was ich gesagt habe. Hey, Moment mal. Es gibt keins für mich. Hä? Was zum Teufel? Sie ist wieder eingeschlafen? Was soll ich jetzt tun? Das ist das Schlimmste. Wie werde ich das lösen? Wie soll ich denn jetzt einen Kreis zeichnen? Alles, was ich habe, ist dieses Lineal. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Dieses dumme Ding funktioniert überhaupt nicht. Ich kann damit keinen Kreis zeichnen. Was zum Teufel? Jake hat einen und er weiß überhaupt nicht, was er tut. Das ist so frustrierend. Es ist so schwer zu benutzen. Oh, ich hasse das. Wow, sie hat auch Probleme. Hey, ich weiß, was zu tun ist. Ich öffne es einfach und los geht's. Geschafft. Vielleicht kann ich mit diesem Lineal etwas anfangen. Vielleicht kann ich es einfach damit verfolgen. Oh nö, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kann ich es auch ohne Lineal zeichnen. Oh, das funktioniert nicht. Komm schon, Lineal, ich brauche deine Hilfe. Hä? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich markiere alle 2 Zentimeter auf diesem Lineal bis zum Ende. Gut, jetzt stanze ich ein kleines Loch durch jeden dieser Punkte. Perfekt, ich bin bereit, dies zu versuchen. Ich lege das Lineal hin und stecke dann einen Bleistift in das mittlere Loch. Und es ist Zeit, es zu drehen. Ich springe über meinen Arm und beende die Zeichnung. Fertig, es hat total funktioniert. Oh mein Gott, du hast einen perfekten Kreis gezeichnet. Warte, sie haben mir jetzt einen Zirkel gebracht? Sehr rechtzeitig. Pfui, das ist das Schlimmste. Ich hasse es, das zu studieren. Ich verstehe diese Gleichungen nicht einmal. Ach, ich gebe auf. Ich bin einfach nicht gut darin. Ach,
zum Teufel ist das? Es ist ein Stofftier für dich. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss lernen und meine Hausaufgaben machen. Oh, ich wünschte, ich könnte einfach ins Bett gehen. Ich bin so müde. Ups. Ich nicke ein. Ich muss nur etwas davon beenden. Was ist los? Wo bin ich? Das ist der schlimmste Test, den ich je gesehen habe. Ich bin beim Lernen eingeschlafen. Ich werde meine Prüfung nicht bestehen. Hä? Guten Morgen, magst du meinen Ballon? Willst du mit mir spielen? Guck mal, ich habe meinem Ballon ein Band hinzugefügt, damit er nicht wegkommt. Hey, vielleicht kann ich damit was anfangen. Ich habe einen Ballon und jetzt brauche ich diesen Marker. Ich schreibe die Gleichungen darauf. Jetzt kann ich den Ballon einfach entleeren. Gut, es ist jetzt ganz klein. Ich lege ein Stück Klebeband darüber. Ich werde den Ballon vorsichtig halten und jetzt nehme ich das Stück Klebeband ab. Endlich kann ich dieses Stück Klebeband auf meinen Fingernagel kleben. Es passt so ziemlich perfekt. Okay, ich versuche diese Matheprüfung mit meinen Mini-Gleichungen zu bestehen. Es hat auch keiner gemerkt. Ich bin sehr schlau. Mal sehen, ob sie überhaupt betrügt. Irgendwelche Spickzettel? Gut, lass mich einen näheren Blick darauf werfen. Ich brauche meine Taschenlampe. Hey, wende dich zu mir und öffne deinen Mund. Gut, alles klar. Gut, dass du nicht betrügst. Puh, das war knapp. Aber ich bin die Beste. Und los geht's. Okay, klasse. Ist dieser Puder nicht einfach toll? Er hält den ganzen Tag. Komm, lass uns ein Selfie machen. Sie beachten mich überhaupt nicht. Essie. Sharon, genug. Auseinander. Nein, ich will nicht, dass du gehst. Ich werde dich so vermissen, Sharon. Wir sind so nah und doch so weit weg. Das stimmt. Dies ist eine Klasse zum Lernen. Psst, psst. Was? Was ist los? Wir können unsere Handys benutzen, um miteinander zu reden. Oh, okay, das ist super schlau. Lass mich meins rausholen. Moment, ihr denkt wohl, ich bin von gestern? Kein Handy für euch. Dein Handy auch. Die nehme ich mit. Ihr könnt sie nach dem Unterricht zurückhaben. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit. Aber ich behalte euch im Auge. Okay, lass mich das versuchen. Cheryl, das ist für dich. Oh nein, es ist zu weit weggelandet. Hat sie etwas gesehen? Oh, sie liest ihr Buch. Puh, wir haben Glück. Okay, ich muss jetzt etwas anderes ausprobieren. Ich habe diesen Plastikbecher. Ich werde es auf den Kopf stellen und dann den Boden ausschneiden. Dann brauche ich einen Ballon. Ich werde das Ende des Ballons so abschneiden. Jetzt kann ich es öffnen und über die Tasse schieben. Exzellent! Jetzt bin ich bereit, meine kleine Zettelkanone auszuprobieren. Ich stecke den Zettel hinein, ziehe den Ballon zurück und lasse ihn dann los. Wow, ist das eine Nachricht für mich? Mal öffnen und sehen. Wie geht's? Oh, sie hat einen Zettel für mich geschickt. Juhu, es hat funktioniert. Oh, ich denke, das ist ein Zettel von ihr. Was da wohl drin steht? Wir sehen uns beim Schulleiter. Ich weiß auch, wie man eine Zettelkanone baut. Ich muss nur noch einmal ziehen. Ja, ich werde diese Rolle genau zielen. Volltreffer, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein, ich war das nicht. Keine Gnade, nimm das. Ja. Ah. Hier, zieh dir all diesen tollen Flaum an. Sie sind wie Wolken. Direkt in meinem Zimmer. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Hier herrscht ein riesiges Chaos. Was? Julie war das? Oh, hi Papa. Das ist wirklich lächerlich. Ich fange wohl besser an, dieses Chaos aufzuräumen. Okay, ich stelle all diese Pflanzen wieder dahin, wo sie hingehören. Warum liegt hier überall so viel Klopapier? Das ist doch kein Spielzeug. Sogar Bücher auf dem Boden? So gehen wir hier nicht mit Büchern um. Hä? Ein Spielzeugauto? Das soll wohl ein Scherz sein. Tut mir leid, Papa. Ich hab dich nicht gesehen. Ach, dieses Mädchen bringt mich um den Verstand. Hey, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich habe das Auto und ich habe einen Besenkopf. Ich werde sie miteinander verbinden. Diese Gummibänder werden weiterhelfen. Außerdem brauche ich diese beiden kleinen Holzstäbchen und Klebeband natürlich. Schritt 1 beginnt mit einem Gummiband. Ich werde sie so um die Vorräder des Autos legen. Als nächstes kommen die Stäbe auf die Motorhaube des Autos und werden so befestigt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, meinen Besen. Ich benutze die Gummibänder von vorhin, um den Besen zu halten, damit er nicht herunterfällt. So, der Kopf des Besens ist jetzt gut gesichert. Flaumi, Flaumi, überall. Oh, Papa. Ich muss abbauen. Nein, nein, bleib ruhig sitzen. Ich habe das geregelt. Ich zeige dir, was ich habe. Einen ferngesteuerten Besen. Es kann die ganze Wohnung aufräumen. Oh ja, schau, wie er abgeht. Er ist so schnell und hat so viel Kraft. Großartig.
und scheint, als wäre ich fertig. Wow, das ist definitiv der coolste Besen aller Zeiten. Er ist so hübsch und Wo könnte sie sein, Julie? Hi, Papa. Ich habe dich rufen gehört, also bin ich hergekommen. Oh, du siehst ein bisschen verschwitzt aus. Warte mal, ich kann das in Ordnung bringen. Ah, hier ist es. Lass uns einfach... Ja, heute ist es echt heiß, aber ich habe zu tun. Warte, Julie, lass mich dein Gesicht abtrocknen. Oh, ich bin so froh, dass dir dein Müsli schmeckt. Ja, es ist gut. Es schmeckt echt gut. Nutella. Davon werde ich auf jeden Fall auch was essen. Wow, du hast eine ziemliche Sauerei in deinem Gesicht angerichtet. Warte kurz. Ach, was zum Teufel? Wie hast du bitte so ein Chaos angerichtet? So gut. Ich liebe Schokolade. Sie ist das Beste. Ha, der Affe wird dich küssen, Papa. Muah. Okay, Schätzchen. Affe, du bist dein Bestes und Liebstes. Ah, nein! Was? Papa, hilf Äffchen. Oh nein, sie wird sich die Nase putzen müssen. Hier muss es doch irgendwas geben. Oh, diese Rolle Klopapier ist die Lösung. Warte, was? Sie schneuzt sich die Nase an meinem T-Shirt? Wie ekelhaft. Sie rennt immer weg oder macht ein riesiges Chaos, bevor ich ihr helfen kann. Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, ich habe diese Rolle Klopapier. Ich werde einfach einen Teil so aufrollen. Nun werde ich es falten oder aufrollen. Als nächstes brauche ich eine Schere. Ich schneide es in zwei Hälften. So. Und nun zu dieser Pappe. Ich werde ein Lineal brauchen. Und diesen Cutter, denn wir müssen etwas abschneiden. Das Lineal dient als Richtlinie, damit ich einen geraden Schnitt auf diesem Karton machen kann. Das ist die perfekte Breite. Jetzt nehme ich diesen Streifen und schneide es in vier gleichmäßige kleine Quadrate. Ich brauche diesen kleinen Strohhalm, denn ich will das kleine Pappquadrat drumwickeln. Jetzt ist es Zeit für die kleine Klopapierrolle. Perfekt. Es ist eine kleine Klopapierrolle. Ich habe diesen kleinen Halter, auf dem ich das Klopapier einfach anbringen kann. Ich mache die hier fertig und tada, ich habe zwei Klopapierrollen. Und das ist noch nicht alles. Tatsächlich sind es Ohrringe. Ich freue mich so, sie Julie zu geben, damit sie sie benutzen kann. Bitte sehr, mein Schatz. Jetzt hast du immer Taschentücher bei dir. Siehst du, du kannst einfach ein bisschen von deiner Rolle abziehen. Oh, wow, was für coole Ohrringe. Hey, meine Schuhe sind etwas schmutzig. Ich brauche ein Stück Taschentuch von meinen Ohrringen. Das sollte reichen. Und nun kann ich meine Schuhe sauber machen. So, alles wieder gut. Tschüss. Zeit zu gehen. Hey, jemand hat das Klopapier leer gemacht. Oh nein, Papa, du musst mir Klopapier bringen. Was? Julie, du hast doch deine Ohrringe. Die werden dir helfen. Deine Ohrringe, Julie, deine Ohrringe. Hä, meine Ohrringe? Oh, stimmt. Die habe ich total vergessen. Ich kann einfach dieses Papier benutzen. Ach, ich habe so große Lust auf Brot. Zeit für einen Toast. Während es toastet, schneide ich Butter. Oh, naja. Sind sie fertig? Die sind gut durchgetoastet. Oh, jetzt kommt die Butter drauf. Ich liebe viel Butter. Wieso löst sie sich nicht vom Messer? Hallo? Hör auf zu kleben, okay? Ah, das ist unmöglich. Runter mit dir. Ruhig bleiben. Jetzt geht es dir an den Kragen. Dann mal los. Emma? Was ist denn hier los? Jetzt kommt die harte Tour. Und schnapp! Okay. Wow, beeindruckend. Sie sind immer noch dran. Nochmal. Noch ein Apfel? Wow. Voll cool. Probier's mit einer Kiwi und Orange. Hat hier jemand Obstsalat bestellt? Wir haben nämlich frisch gemachten Obstsalat für euch. Ah! Eine noch. Hiya! Echt jetzt? Was hat die Butter für ein Problem? Ich habe eine Idee. Wickel die Klinge in Wachspapier ein und die Butter wird nicht mehr festkleben. So kann man die Stücke sofort benutzen. Stelle sie am besten in einen Behälter. Leg sie auf eine Toastscheibe und verteile die Butter. Guten Appetit! Und dann gebt ihr Mehl hinzu. Gibt es noch Fragen? Seid ihr noch wach? Ja, Sir. Okay, passt gut auf. Seht ihr die? Eure Aufgabe ist es, Sandwiches zuzubereiten. Na los, fangt an. Okay, dann mal los. Halt, was muss ich machen?
Ich befolge keine Rezepte. Ich benutze einfach das, was mir gefällt. Hey, schummeln ist nicht erlaubt. Langweiler. Ich kann bestimmt abschauen. Oh nein, sein Glas. Ich fange es, ich fange es. Ja, hat das jemand gesehen? Ich behalte das Glas einfach. Und vielleicht benutze ich es sogar. Zuerst staple ich die Zutaten übereinander. Und steche sie mit dem Glas aus. Nun kommt der lustige Teil. Tunke es in Ei und Mehl. Noch mehr Mehl. Noch mehr. Und jetzt wird es frittiert. Schaut mal, wie das blubbert. Aufschneiden und das Fleisch mit dem Käse genießen. Einen Tipp gibt es dazu auch. Hey, Herr Lehrer, ich bin fertig. Und die Zeit ist um. Was in Himmelsnamen ist das? Bellissimo, fantastisch. Naja, ich bin eben eine gute Köchin. Bist du noch nicht fertig, Mian? Was? Was? Das nächste Mal kriegst du auch einen. Steht das auch im Rezeptbuch? Interessant. Emma? Hm? Hey, sieh mal her. Der ultimative Naschvorrat. Nein, das oder das. Ich denke, wir haben den ganzen Tag Zeit. Marshmallows. Schokolade. Es ist gleich Zeit für das Abendessen. Ich weiß nicht. Weißt du was? Wir nehmen die. Ja? Eigentlich lieber nicht. Ich werde noch verhungern. Oh Gott, halt, so geht das nicht. Aber ich bin hungrig. Wieso nur eins essen, wenn man beides haben kann? Wenn alles in der Schüssel ist, backe es und genieße es mit Crackern. Und dein zuckersüßer Dip ist fertig. So musst du dich nicht mehr entscheiden. Hallo, saftige Ananas. Da schmeckt jeder Bissen wie Sommer. Und noch ein Stück. Liam? Hey, was soll die Sauerei? Das räumst du besser auf. Oh, du machst dir zu viele Gedanken. Ach, hast du eine übrig? Die nehme ich mit. Bis dann. Willst du mit der Frucht kreativ werden? Drücke es bis ganz nach unten. Dann schneidest du die Schale ab. Jetzt hast du das Fruchtfleisch. Nun kannst du die Ananas schneiden. Die perfekten Stücke, oder? Darf ich mich dazusetzen? Wow. So gibt es keine Sauerei mehr. Das ist clever. Deine Variante gefällt mir besser.